Herzlich willkommen zum Webinar Ihr Sprung in die digitale Zukunft des Flottenmanagements. Ich freue mich, dass ich heute dieses Thema bei Ihnen vorstellen darf. Mein Kollege Lukas Hoffmann ist auch da. Wir werden uns gleich vorstellen. Ich möchte Ihnen gleich am Anfang etwas sagen. Und zwar wäre es wünschenswert, wenn es Fragen gibt, dass die bitte in die Chatfunktion von Teams einfach kommentiert werden. Wir werden die dann laufend während dem Webinar nebenbei lesen. Und am Ende nehmen wir uns gerne 10 Minuten Zeit, dass wir auf diese Fragen eingehen. Sollte dann etwas noch unbeantwortet bleiben, werden wir es natürlich auch gerne noch nachträglich beantworten und per E-Mail dann versenden. Herzlich willkommen. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Valentin Waltenberger. Ich bin von der Firma Plasser und Theurer im Bereich Digitalisierung in der Abteilung Digital Services. Genauso wie mein Kollege Lukas Hoffmann. Und ich freue mich heute, das Webinar hier moderieren zu dürfen und Ihnen die Digitalisierungslösung etwas näher zu bringen. Ich glaube. Bitte. Ja, also danke Valentin, mein Name ist Lukas Hofmann, ich arbeite ebenfalls in der Abteilung Digital Services und darf dort das Team Data Science und Analytics leiten. Wir beschäftigen uns mit den Betriebsdaten unserer Maschinen, einerseits um direkten Mehrwert für den Kunden zu generieren und andererseits natürlich auch, um unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln mit Erfahrungen aus dem Feld. Ein paar Beispiele werden wir dann, die werden wir dann nachher noch eingehen. So, zum Anfang des Webinars möchte ich gerne noch eine Sache kurz erklären. Wir haben Kunden heute hier von der Firma Robel, wir haben Kunden von Plasser und Theurer, die gemeinsam von Plasser Robel Services auch bedient werden aus unterschiedlichen Ländern. Und es ist so, dass die Digitalisierungslösung, die sich auf all diesen Maschinen befindet, in Kooperation mit der Firma TMC, Track Machines Connected, entwickelt und bereitgestellt wird. Die Lösung selbst, sowohl hardware-seitig als auch seitens der Dateninfrastruktur, wird von TMC unterstützt. Und der große Vorteil für alle ist, dass wir von einer gemeinsamen Lösung profitieren, auf die Maschinen unterschiedlicher Hersteller dann zugreifen können und gemeinsam eingebunden werden können. Das Produkt selber, das Digitalisierungsprodukt, heißt auf der Seite für Kunden von Plasser und Theurer, auf Plasser und Theurer Maschinen, die Plasser Datamatic. Steht hier oben auch kurz, auf Maschinen der Firma Robel nennt es sich Ronected. Im Grunde genommen ist es das gleiche Produkt mit geringfügigen Abweichungen, aber alle Sachen, die ich heute erkläre, sind im Großen und Ganzen für beide Produkte zutreffend und sieht auch auf beiden Plattformen sehr, sehr ähnlich aus. Womit wollen wir uns heute befassen? Der Sprung in die digitale Zukunft des Flottenmanagements. Es geht darum, zu erfahren, was passiert mit Maschinen, wie kann ich von sehr technologisch fortgeschrittenen Maschinen profitieren, welche Informationen kann ich daraus ableiten, die ich dann hin in das operative Geschehen als auch in die Instandhaltung der Maschinen, diese Informationen, die ich dann verwenden kann. Das rechte Bild stellt das hier ganz gut dar, der Status quo, Bahnbaumaschinen. Unterschiedliche Hersteller befinden sich im Feld und arbeiten. Und mit zunehmender Digitalisierung werden auch diese Maschinen digitaler. Die Maschinen haben mehr digitale Systeme, Messsysteme verbaut. Und all diese Sachen produzieren Daten. Und gerade diese Daten sollten wir uns alle zunutze machen, um dann wichtige Entscheidungen treffen zu können. Also das Ziel ist grundsätzlich sehr leicht definiert: Mehrwert aus Daten. Und dieser Datenstream, der ist dann hier in diesen Nullern und Einsern in Binärcode dargestellt. Der ist nur dann wertvoll, wenn ich auch Informationen aus diesen Daten ableiten kann. Ich habe dann verschiedene Graphen, ich habe Betriebszustände und all diese Informationen lassen sich dann ganz leicht eigentlich auf drei Säulen charakterisieren. Und das sind die Zielsetzungen, die wir alle hier ins Auge fassen. Einerseits die Verfügbarkeit einer Maschine. Die Maschine ist nur dann nützlich, wenn sie auch verfügbar ist im Feld, wenn sie operativ ist und ihre geforderte Leistung bringt. Das heißt, Maschinendaten für den zur Sicherstellung des Maschinenzustands und der Verfügbarkeit meiner Anlage zu gewährleisten. Die zweite Säule ist die Effizienz. Wir wollen nicht nur dann arbeiten, sondern wir wollen auch langfristig sicherstellen, dass wir im operativen Betrieb effizient arbeiten. Und Digitalisierungslösungen bieten dann die Möglichkeit, dass ich historisch Daten auch aufzeichnen kann. Also ich sammle die über die Zeit und kann sie dann historisch auswerten und Informationen in zukünftiger Planung
daraus ableiten. Und der dritte Punkt, Produktivität, da geht es um alles Neue. Eine Digitalisierungslösung, und ich sage bewusst Digitalisierungslösung und nicht Telemetrie. Wir haben eine Schnittstelle zu einer Maschine, die sich draußen im Feld befindet. Und dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, weil ich von unterschiedlichen Orten plötzlich Funktionen auf der Maschine verwenden kann. Sei es ein Datenaustausch zwischen Maschine und Büro. Es könnte aber auch so Themen sein wie eine Fernunterstützung für den Bediener, wenn er Hilfe braucht, oder auch eine gewisse Aktivierung von beispielsweise einer Heizung im Winter, wenn die Maschine vorgewärmt werden muss, bevor dann der Bediener auf die Maschine kommt. Also gerade Digitalisierung als Schnittstelle von außerhalb zur Maschine bietet einfach eine große Möglichkeit. Wie funktioniert Digitalisierung? Unser Produkt ist so aufgebaut, dass wir eigentlich eine Zwei-Komponenten-Lösung haben. Die eine Komponente befindet sich auf der Maschine, hier links dargestellt. Das ist der MDC, Machine Data Connector, also das Gerät, das sich auf der Maschine lokal befindet und im Betrieb des Fahrzeugs Daten sammelt und diese Daten vorbereitet. Was muss das Gerät grundsätzlich können? Das Gerät hat eine GPS-Antenne, das heißt, ich habe Informationen über den Maschinenzustand. Es hat eine SIM-Karte verbaut. Es muss ja diese Daten auch irgendwie in die Außenwelt kommunizieren können. Es ist im Maschinennetzwerk eingebunden und wird da auch über Strom versorgt und kommuniziert so mit der Maschine während dem Betrieb, sammelt diese Daten und in regelmäßigen Abständen werden diese Daten dann paketiert und bereitgestellt. Das heißt, ich bekomme von der Maschine alle 2 Minuten circa ein Update, das mir die Information der vorherigen 2 Minuten enthält. Und so habe ich dann im Betrieb meines Fahrzeugs eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Informationen. Und wie komme ich zu diesen Informationen? In Wirklichkeit der wichtigere Teil, weil wir haben ja gesagt, der Mehrwert. Und der Mehrwert generiert sich dann auf der rechten Seite. Der Machine Condition Observer, MCO. Es geht darum, die Daten sich anzuzeigen, um mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Und der MCO ist eine webbasierte Plattform. Und webbasiert, ich möchte das deswegen erwähnen, der große Vorteil, wir sind unabhängig von einer Software, die ich auf einem Endgerät installiere. Das heißt, ich kann meinen Computer verwenden, ich kann aber auch jeglichen andere Endgeräte verwenden, einen anderen Computer. Ich bin nicht gebunden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich ein iPad verwende anstatt meines Computers. Auch das Bereitstellen von Updates und Aktualisierungen ist dann natürlich endgerätunabhängig und das macht das Ganze sehr viel einfacher und unabhängiger. So viel zur Theorie. Ich möchte da gar nicht zu viel Zeit hinein investieren und ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Plastered Automatik Ronected, also das Digitalisierungssystem, einmal live an. Hierzu springe ich gleich in den Browser. Sie sehen hier einen ganz normalen Browser, der auf jedem Endgerät eigentlich installiert ist. Es ist in dem Fall jetzt Microsoft Edge, könnte Google Chrome sein, es kann auf einem iPad ein Safari sein, ganz egal. Wir sind webbasiert. Sprich, ich kann mich einfach über eine Browseradresse mit meinen persönlichen Zugangsdaten einloggen. Die Lösung ist so aufgebaut, dass jede Firma, jeder Kunde seinen eigenen Administrator hat und über den er dann alle Zugänge innerhalb der Firma verwalten kann. Unabhängig, ob das jetzt 3 Benutzer sind, 15, 20, die kann man einfach administrieren und diesen Benutzern dann Berechtigungen für die jeweiligen gewünschten Funktionen und Maschinen erteilen. Was sieht man jetzt hier, wenn man sich einloggt? Auf der linken Seite ist die grobe Navigation. Da sieht man das Flottenmanagement. Mit dem werden wir gleich starten. Wenn ich auf Flottenmanagement klicke, bekomme ich eine Karte und sehe mal im ersten Überblick, wo befindet sich meine Flotte, wo befinden sich meine Maschinen. Ich habe jetzt hier in meinem Demo-Zugang 3 Maschinen veranschaulicht. Man sieht meinen Standort hier in Linz mit dem roten Marker auf der linken Seite. Man sieht hier gleich das M, ein grünes M mit einer Maschine und im Raum Wien 2 weitere Maschinen. Und eine Auffälligkeit hier, ich sehe gleich grün und grau. Das ist eine der Grundfunktionen natürlich. Ich bekomme mit, wenn meine Maschine aktiv ist. Grün heißt, die Maschine ist eingeschaltet und die Maschine hat in den letzten Minuten Daten gesendet. Grau sind Maschinen, die komplett stromlos gemacht wurden, also wo keine Informationen vom MDC, von der Maschine gekommen sind. Das heißt, ich kann mir jetzt mal auf dieser Karte anschauen, wo befindet sich meine Flotte.
und sehe auch, welche Maschine meiner Flotte ist aktiv. Wenn wir hier hineinzoomen zu dem grünen Marker mit dem M, sieht man hier gleich, die Maschine ist hier im Einsatz, ist aktuell grün. Ich kann heraufklicken und wenn ich draufklicke, bekomme ich Grundinformationen an meiner Maschine. Die Entfernung von meinem Standort zur Maschine zum Beispiel beträgt 141 Kilometer, direkte Luftlinie. Und darunter sehe ich dann sogenannte KPIs, Key Points of Interest. Das sind Informationen oder Datenpunkte, die für mich wichtig sind. Und die sind für mich wichtig, ich kann sie selbst konfigurieren. Das heißt, wir sind hier nicht gebunden. Es kann jeder Kunde sagen, diese 5 Parameter, diese 10 Parameter sind für mich relevant. Die möchte ich regelmäßig hier sehen und möchte ich schnell abgreifbar haben. Was ich zusätzlich auch noch kann, ich kann mir die Maschinenrichtung einblenden. Bei größeren Maschinen ist es üblich, dass wir 2 GPS-Antennen haben. Und 2 GPS-Antennen bieten den Vorteil, dass ich eine Richtungsweisung habe. Eine GPS-Antenne ist vorne, das heißt, die zeigt immer zum Fahrstand 1, also in Fahrtrichtung der Maschine. Auf der linken Seite kann ich mir das dann einblenden und könnte dann umschalten und sehe hier, dass der Maschinen-Pin jetzt plötzlich in einem Pfeil sich gewandelt hat und ich sehe, dass die Maschine hier Richtung Osten orientiert ist am Gleis. Das ist gerade dann relevant, wenn ich Einsatzplanung machen muss und ich möchte wissen, okay, meine Baustelle ist 200 Kilometer entfernt, ich habe die und die Arbeitsrichtung, wie, auf welchem Schienenweg muss ich meine Maschine dorthin schicken, dass sie natürlich, wenn sie bei der Baustelle ankommt, auch richtig orientiert ist. Dazu ist es relevant, dass ich weiß, wie ist die Maschine vor Arbeitsbeginn abgestellt. Das kann ich hier natürlich sehr leicht nachvollziehen. Das sind die Funktionen der Karte. Eine Auffälligkeit hier gleich, die ich erklären möchte, ist, man sieht hier einen eingerahmten Bereich, Plaza Burgersdorf, in blau markiert. Das ist eine gewisse Funktion, die nennt sich Geofence. Und Geofence ist ein Rahmen, den ich frei wählen kann und ich als Benutzer festlege, um dann informiert zu werden, wenn sich eine meiner Maschinen in diesem Bereich bewegt. Das ist sehr einfach beim Anlegen, das heißt, ich kann einfach den gewünschten Bereich auf meiner Karte markieren, vergebe diesem einen Namen und ab diesem Zeitpunkt bekomme ich eine Benachrichtigung. Sobald eine meiner Maschinen in diesen Bereich einfährt, bekomme ich eine E-Mail, beziehungsweise auf unserer Plattform wird das auch noch hinterlegt, zu welchem Zeitpunkt die Maschine und welche Maschine eingefahren ist und wieder ausgefahren ist aus dem Bereich. Das kann jetzt verschiedene Anwendungsfälle haben, beispielsweise ich sage, das ist mein Plaza Burgersdorf Werk. Ich möchte wissen, welche Maschine kommt zurück in meine Liegenschaft. Ich kann das aber auch verwenden, um mir beispielsweise Arbeitsorte einzugrenzen, damit ich dann informiert werde, wann meine Maschine zum Arbeitsort kommt. Es ist oft in der Nacht und dann habe ich nachträglich sozusagen eine Dokumentierung, wann ich den Einsatzort angefahren und verlassen habe. Von dieser Kartenansicht kann ich natürlich auch wechseln. Auf der linken Seite ist die Option Liste. Wenn ich auf die Listenansicht gehe, dann sehe ich eine Liste aller meiner Maschinen, welche Maschine gerade aktiv ist und welche inaktiv ist. Wir haben beispielsweise, das ist die gerade eben gezeigte Maschine, Maschine aktiv, MDC online, das heißt, mein Telemetrie, meine Digitalisierungslösung ist aktiv auf der Maschine. Und diese Maschine hat eine Besonderheit, auf die wir nachher eingehen, Wartung überfällig. Hier ist die Funktion freigeschalten des Wartungsmoduls, die mir dann Informationen gibt, wenn Wartungen anstehen oder Wartungen überfällig sind. Bei der Maschine ist das gerade der Fall. Wenn wir jetzt mehr Informationen zu dieser Maschine wollen, sehen wir auf der rechten Seite verschiedene Funktionen. Eine wäre Cockpit. Ich habe vorher von Verfügbarkeit und Live-Daten der Maschine gesprochen. Wenn wir dieses Cockpit öffnen, sehen wir nicht viel, weil das ist mein Cockpit. Mein Cockpit ist ein virtueller Fahrstand, den ich mir einrichten kann, wie ich das möchte. In dem Fall, das ist mein persönliches, da habe ich nicht viel drinnen. Da ist mir jetzt offen, das so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Und auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit umzuschalten auf das Firmencockpit. Das Firmencockpit ist für alle gleich. Für alle Personen innerhalb meiner Organisation ist das eine einheitliche Ansicht, die ich konfigurieren kann und dann ist das für alle vordefiniert. Was sehen wir hier? Die Maschine ist online. Sie hat am 14.12 Uhr das letzte Mal Daten übermittelt, also vor knapp über 2 Minuten. Die Maschine hat heute schon 895 Meter gearbeitet, Stopfbetrieb. Das ist eine hochmoderne Stopfmaschine, die wir bei Plass und Teurer selber betreiben. Eine 09 8x44S Dynamic E3
mit einem BDS auch noch inkludiert. Also die liefert wirklich sehr viel Daten. Und diese Maschine hat eben heute schon 900 Meter gestopft. Man sieht beim Energieverbrauch, das ist ein Tageszähler, der ist noch auf 0 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben heute, das anzunehmen, dass diese Maschine heute über den Dieselmotor gearbeitet hat und nicht über Energie der Oberleitung. Und so auf dieser Ansicht sehen wir dann verschiedene Informationen. Beispielsweise Betriebsstundenzähler von einzelnen Komponenten. Das ist schon ein sehr großer Unterschied zu Betriebsstundenzählern lokal auf der Maschine. Durch Digitalisierung habe ich Möglichkeiten der Auswertung und der präziseren Auswertung. Dass ich zum Beispiel bei einer komplexen, größeren Maschine hier nicht immer alle Systeme gleichzeitig in Betrieb habe. Das führt dazu, dass wir auch verschiedene Betriebsstunden auf den Einzelkomponenten haben. Dann macht es natürlich auch noch Sinn, dass diese Komponenten auf Basis ihres eigentlichen Betriebs instand gehalten werden und nicht auf einem Betriebsstundenzähler, der vereinheitlicht wird für alle Komponenten. Und das sieht man hier ganz gut. Der Motor hat 1700 Stunden und ich habe beispielsweise auf der Schmieranlage 58 Stunden. Oder ich habe beim Verdichter rechts und links nur 45 Stunden. Also es zeigt wieder, wie groß der Unterschied der Betriebsstunden einzelner Komponenten auch wirklich ausfällt. Andere Funktionen, die ich dann hier sehe, sind einerseits wieder die Karte, auf der ich mir Informationen anzeigen lassen kann, wie beispielsweise den aktuellen Maschinenstandort zu verschicken. Also ich könnte dann hier auf diese Position Zeilenfunktion gehen, ein Land auswählen. Und wenn ich hier dann mein Land gewählt habe, das ich möchte, da war Deutschland, dann könnte ich hier eine Telefonnummer eingeben von einer gewissen Person, von einem Servicetechniker, auf Bestätigen klicken und dieser Servicetechniker bekommt unverzüglich eine SMS zugeschickt, in der ein Link ist zu Google Maps oder zu einer anderen Kartenfunktion, wo er sich dann hin navigieren kann zu der Maschine. Das heißt, ein Suchen der Maschine entfällt, gerade im Überstellbetrieb, wenn die fremd überstellt wird und ich die Maschine dann aufsuchen muss, ist das sicherlich eine sehr angenehme Möglichkeit, diese Information zu teilen. Was ich ja auch machen kann, ich kann mir die letzten 24 Stunden der Maschinenposition einblenden. Hier sehen wir dann, dass die Maschine nur im Raum Linz gearbeitet hat. Sie war in Plasse Burkersdorf in der Nähe von Wien, ist dann Richtung Westen gefahren und hat hier einen Stopfbetrieb geleistet. Wenn wir natürlich die Maschine jetzt größere Distanzen zurücklegt in den letzten 24 Stunden, dann ist die Linie hier länger. Und ich kann mir auf die Punkte einzeln draufklicken und dann weiß ich auch, zu welchem Zeitpunkt exakt die Maschine wo war. Das ist nur eine Schnellansicht. Präziser können wir das natürlich auch noch machen, aber das ist hier im Zuge des Cockpits umgesetzt. Andere Funktionen noch, die man hier sieht, sind beispielsweise Bullshit-Signale. Motor läuft. In welchem Modus befindet sich die Maschine? Mit grünen und grauen Markierungen. Grün heißt, der Modus ist gerade aktiv. Grau heißt, der Modus ist deaktiviert. Diese Maschine beispielsweise hat gerade ein Update geschickt, 14.16 Uhr. Wir sind mittlerweile auf 913 Meter Arbeitsleistung. Also wir haben gerade gearbeitet, wir haben wieder seit dem letzten Update, glaube ich, 30 Meter zurückgelegt. Man sieht, die Maschine ist im Arbeitsfahrmodus. Also diese Information habe ich dann hier wiedergegeben. Ich könnte mir jetzt genauso gut meinen Stopfzähler einblenden, dann weiß ich auch, wie viele Stopfungen sind durchgeführt worden. Andere Informationen, die ich hier sehe, ist dann beispielsweise die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine. Da sehe ich natürlich den letzten Datenpunkt, weil wir eine Live-Ansicht haben, war 440 Meter pro Stunde. Man sieht die Tageskilometer, die Maschine schon zurückgelegt hat. Die ist immer noch auf Null, weil wir nur ganze Kilometer zählen und die Maschine noch nicht viel Distanz zurückgelegt hat. Das wird in Kürze umspringen, wenn unsere Arbeitsleistung die Kilometermarke überschreitet. Wir haben dann Gesamtkilometer beispielsweise eingeblendet. Und ich kann mir dieses Cockpit dann aus den verfügbaren Signalen meiner Maschine zusammenstellen. Es sei angemerkt, diese Maschine, die ist sehr modern, sehr neu, die liefert ungemein viele Werte. Und zwar, um genau zu sein, ist es bei dieser Maschine zum Beispiel so, dass die 148 verschiedene Analogsignale liefert. Analogsignale haben einen Zahlenwert und eine Einheit, das heißt, von denen habe ich allein 148. Und genauso ist es mit den Zustandswerten, also diesen grauen oder grünen, liefert sie nochmal ca. 100. Also wir reden von 250 Datenwerten, aus denen ich mir dann mein virtuelles Cockpit selber zusammenbauen kann. Mit den Informationen, die für mich wichtig sind. Wenn wir uns zum Abschluss noch die rechte Seite ansehen, man sieht hier Maschinendokumente. Das ist eine Ablage, ähnlich wie eine Dropbox, wo ich
gewisse Informationen meiner Maschine hinterlegen kann. Das könnten Dokumente sein, die wichtig sind für den Betrieb. Die kann ich dann hier aktuell halten und die sind von überall abrufbar. Und darunter sieht man einen Event-Block. Das sind alle Benachrichtigungen, die von der Maschinensteuerung generiert werden. Die übertragen wir 1:1 auf die Plattform und die sind dann hier abrufbar. Und die könnte ich dann historisch gesehen einfach abrufen mit Standort und wo ist es aufgetreten und habe Zugriff auf all diese Informationen. Und so baue ich mir einfach mein Cockpit auf. Als nächstes interessiert uns ja nicht nur live, sondern auch historisch. Und wenn ich wieder zurück auf den Hauptbildschirm wechsle, ist die zweite Ansicht Analytik. Und wenn ich auf Analytik klicke, das nennen wir Dashboards, da geht es eigentlich nur darum, sich Werte anzuzeigen über die Zeit. Wir könnten hier beispielsweise, ich habe da eins vorbereitet, das nennt sich Arbeitsleistung. Hier sehe ich für einen von mir ausgewählten Zeitraum, in dem Fall einen Monat, was die Maschine gemacht hat. Und wenn wir uns das jetzt hier ansehen, ist das erste Signal, das ich hier geplottet habe, in grün, die Arbeitsleistung. Und wenn wir sagen, okay, ich habe am 21. Mai eine Schicht gehabt und ich möchte wissen, wie viel haben wir dort gearbeitet und wo haben wir gearbeitet. Dann markiere ich mir den 21. Mai, blende mir diesen Ort ein und sehe jetzt gleich Arbeitsleistung, der Parameter. Wir haben begonnen um 7.12 Uhr, die Maschine hat dann überstellt, das sehe ich oben auf der Karte, und dann ist die Arbeitsleistung angestiegen von 0 Meter auf durchgeführte 889 Meter Arbeitsleistung. So weiß ich genau, Stopfbetrieb an diesem Tag waren 900 Meter. Wenn mich jetzt interessiert, wie hat die Maschine gearbeitet, könnte ich mir zum Beispiel die bezogene Energie ansehen. Wir sehen, die bleibt auf Null hier stehen. Das heißt, in diesem Fall hat die Maschine nicht elektrisch gearbeitet. Und so kann ich mir wieder die Informationen dann zusammenbauen, die mich persönlich interessieren. Ich habe beispielsweise den Stopfzähler hier, der von 208.000 Stopfungen auf 210.000 geht. Also wir haben 2.000 Stopfungen hier durchgeführt auf einer Länge von 800, von 900 Metern bei einem Schwellenabstand von 60 cm sind das 1600 Schwellen in etwa mit 2000 Stopfungen, also ist großteils im Einfachstopfbetrieb hier gearbeitet worden. Es gibt natürlich ein Signal auch, das mir ausgibt, in welchem Stopfbetrieb ich war. Eine zweite Übersicht, die ich noch zeigen möchte, ist die elektrische Arbeitsleistung für E3-Maschinen zum Beispiel relevant. Dann sehe ich hier für meine jeweiligen Tage, 14., 15. und 16. Mai, den jeweiligen Tageszähler für die verbrauchte elektrische Energie. Und man sieht, dieser Tageszähler zählt dann hinauf und an diesem Tag haben wir 500 Kilowattstunden elektrische Energie aus der Oberleitung bezogen. Ist vielleicht für die Abrechnung relevant, das ist natürlich auch dann relevant, wenn ich wissen möchte, wie viel spare ich mir in Wirklichkeit ein im Vergleich zu einem Dieselbetrieb. Das Signal vom Pantographen zeigt auch 1, das ist zwischen 0 und 1. 0 heißt, Pantograph ist abgesenkt. Pantograph ist angehoben, wäre 1. Also der Pantograph war in dem Fall an der Oberleitung. Und hier haben wir auch den Verbrauch, also nur als Beweis. Man sieht, die Maschine hat am Anfang einen Verbrauch meines Motors, 25 Liter, und dann ist er plötzlich auf 0. Das ist der Moment, wo der Pantograph an die Oberleitung fährt und wir die Energie aus der Oberleitung beziehen. Und so kann ich mir dann diese Informationen hier jederzeit anzeigen lassen und abspeichern. Wenn mich jetzt auch interessiert, wie gewisse Werte, wie hoch Werte werden, wann Werte kritisch werden, dann haben wir eine Funktion, die nennt sich Benachrichtigungen. Das ist der dritte Punkt hier in der Liste. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich in meiner Konfiguration verschiedene Benachrichtigungen. Und was möchte ich benachrichtigt werden? Da habe ich beispielsweise eine Schwellenwertbenachrichtigung ganz unten. Das wäre eine Information, wenn ein gewisser Grenzwert erreicht wird, bekomme ich eine E-Mail. Und hier habe ich wieder Zugriff auf all meine 250 Signale und kann mir die jeweilig konfigurieren. Sei es, dass ich wissen möchte, wenn eine Betriebsstunde erreicht wird, also der Wert von Betriebsstunden des DGS größer als 290 ist, oder wenn ein anderer Wert einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe beispielsweise, wenn Motor 1 Kühlmitteltemperatur größer als 88 Grad ist. Da habe ich mir natürlich einen gewissen Puffer gelassen, sodass ich im Zweifelsfall dann auch noch agieren kann, bevor ein Schaden auftritt. Und alle meine Personen in der Firma, die jetzt interessiert sind an diesem Wert, können einfach auf die Glocke klicken und bekommen dann automatisch eine E-Mail, sobald dieser Grenzwert erreicht wird. Man sieht hier auch noch andere Benachrichtigungen, zum Beispiel Wartungen, Wartung überfällig, sprich ich kann mich benachrichtigen lassen, wenn eine Wartung bei einer gewissen Maschine ansteht.
Und hier oben ist Geofence, sprich, was ich vorher erwähnt habe, wenn ich einen gewissen geografischen Raum eingrenze und ich möchte benachrichtigt werden, wenn eine Maschine in diesen Raum einfährt, dann kann ich das extra hier auswählen. Abschließend zum Thema Wartung, Wartung und überfällig, wenn wir hier zurückspringen, möchte ich noch gerne zwei kurze Funktionen zeigen. Das eine ist das Wartungsmodul. Wir sehen hier, bei dieser Maschine ist eine Wartung überfällig. Das Wartungsmodul ist eine Erweiterung in der Datamatik, die sehr kürzlich dazugekommen ist. Wenn wir darauf klicken, kommen wir in die Wartungsübersicht dieser Maschine, wo wir alle Wartungen des Wartungshandbuchs abbilden können, so wie wir es für richtig halten und welche Wartungen wir als relevant empfinden. Das ist frei konfigurierbar. Das heißt, ich kann dann entscheiden, möchte ich hier beispielsweise Sichtkontrollen und tägliche Wartungen abbilden, die ich dann erinnert werde, dass die durchgeführt werden und wo ich auch ein Tracking habe, dass ich sicherstellen kann, dass die auch durchgeführt werden. Oder fokussiere ich mich auf längere Wartungen über größere Intervalle. Und wir sehen die Maschine Wartung überfällig. Hier die dritte Zeile von unten, die Kardanwellenschmierung sollte alle 100 Stunden oder monatlich durchgeführt werden. Die 100 Stunden haben wir nicht erreicht. Wir stehen bei 1736 Stunden, also wir haben eine Stunde noch Betriebszeit, bis diese Wartung fällig wäre. Das Monat war aber schon am 6.6. fällig. Jetzt könnte ich sagen, okay, führen wir diese Wartung durch und ich möchte markieren, dass sie durchgeführt wurde. Dann habe ich hier die Möglichkeit, eine Checkliste herunterzuladen, wo ich die Anleitung drinnen habe und die dann anschließend als erledigt markieren. Als erledigt markiere ich dann die Wartung und sage, ich habe sie durchgeführt bei einer Laufleistung von X, Betriebsstunden und Datum. Kann hier eine Information, noch eine Anmerkung über den Erfolg hinterlegen und dann auf Abschließen klicken. Und wenn ich das mache, setzen sich meine Zählerwerte alle zurück und die Wartung, wie man sieht, ist nicht mehr rot, ist am 13.07. wieder fällig und der Stundenzähler hat sich auch entsprechend nach oben korrigiert. Und so kann ich das Wartungsmodul dann für meine Anwendung konfigurieren und das abbilden, was für mich wichtig ist. Und ich stelle damit einfach sicher, dass alle Regelwartungen meiner Maschine durchgeführt werden und dann auch belegbar dokumentiert werden. Also alles, was wir hier anklicken, ist nachher in der Wartungshistorie aufgeführt und kann ich nachvollziehen. Wer hat es durchgeführt? Was wurde gemacht? Gegebenenfalls ein Dokument ist da noch dazugelegt. Es kann ein Foto hinaufgeladen werden und dann habe ich einfach eine Protokollierung. Wenn wir zurück auf Flotte gehen, sieht man jetzt, dass bei dieser Maschine hier nichts mehr steht. Es ist keine Wartung mehr überfällig. Es sei dazu gesagt, ich kann die Wartungen so konfigurieren, dass ich nicht nur überfällig bekomme, sondern auch Wartung anstehend. Dann bekomme ich eine Information, wenn Wartungen zeitnah auftreten. Und bevor ich an meinen Kollegen übergebe, möchte ich die letzte Funktion noch zeigen, die mir sehr wichtig ist. Das ist der Datentransfer. Auf der rechten Seite sieht man hier Datentransfer. Und wenn ich da draufklicke, beispielsweise bei unserer Teststation, dann komme ich in eine Funktion, in der ich auf die Maschine zugreifen kann, und zwar auf den ALC und DAP. Das heißt, ich kann von meinen Arbeitssystemen auf der Maschine Daten zwischen Büro und dem System transferieren. Das geht sowohl für den DAP, sodass nach einer Messfahrt automatisch die Messdatei hinaufgeladen wird. Ich brauche gar nichts tun, das kann automatisiert umgesetzt werden. Auf der anderen Seite kann ich auf den ALC auch Geometriedaten oder Arbeitsdaten schicken, sodass die dann zur Verfügung stehen, wenn der Maschinenbediener seine Schicht beginnt. Da wähle ich hier oben die Datei aus, wähle mein Ziel aus auf der Maschine und klicke auf Transfer starten. Dann wird das in die Warteschlange geladen und sobald die Maschine eingeschaltet wird, wird die Datei übertragen und ist dann auf dem ALC verfügbar. Und das funktioniert sowohl für den ALC als auch für den DAP. Das sind jetzt im Schnelldurchlauf einige Funktionen, die hier abgebildet werden können und die wir erreichen können. Eine letzte Funktion, die jetzt mein Kollege übernehmen wird, ist im Bereich Analytik zu finden. Wir haben Maschinenberichte auch, also gewisse PDF-Berichte oder Protokolle, die in regelmäßigen Abständen erstellt werden, die dann auch unter Analytics abgelegt werden. Und da möchte ich kurz einen herzeigen. Beispielsweise wäre der Utilization Report, auf Deutsch heißt er dann Standard Report. Das ist ein PDF oder auch HTML-Bericht, der einfach in regelmäßigen Abständen, die man konfigurieren kann, erstellt wird und Maschineninformationen widerspiegelt. Also ich kann mir dann bei meinem Zeitraum den festlegen und sagen, ich möchte gerne von der Schicht am 21. einen Bericht haben.
Der Bericht wird dann hier abgelegt als HTML und kann heruntergeladen werden und sieht dann so aus. Und dieser Standard Report ist übergreifend für alle Maschinentypen, die existieren. Deswegen ist er sehr generisch gehalten. Wir gehen hier nicht ein auf Stopfzähler, wir gehen nicht auf den Messbetrieb ein. Wir machen sehr generische Datensammlung hier. Also man sieht Distanz, zurückgelegte Kilometer, der Dieselverbrauch, Betriebsstunden, Motorstunden und Geschwindigkeit. Diese werden dann über den gewählten Zeitraum ausgewertet und hier tabellarisch aggregiert. Also ich weiß dann, wie viel Diesel habe ich in meinem gewählten Zeitraum verbraucht. In dem Fall am 21. Mai hat die Maschine total 250 Liter verbraucht. Das kann ich dann hier auswerten. Genauso sehe ich auf einer Karte, wo sich meine Maschine befunden hat zu dem gewählten Zeitraum, wo sie eben Arbeitsbetrieb und wo sie eben Überstellbetrieb war, weil diesen Betrieb, diese Betriebscharakterisierung liefern nahezu alle Maschinen. Das ist was sehr Generisches. Und ich bekomme eine Übersicht über die angelegten oder die anliegenden Events und Steuerungsmeldungen für meinen Zeitraum. Also sowohl für die Events, für die Warnungen, als auch für die Alarme, mit einer Zählung, welche wie oft aufgetreten sind. Aber basierend auf den Informationen, die gesammelt werden, kann man natürlich sehr viel mehr auswerten und sehr viel mehr damit machen. Und das wird mein Kollege Lukas Hoffmann jetzt genauer erklären. Ja, vielen Dank. Gleich anschließend daran, diese Reports, wie sie hier gezeigt wurden, sind zum Beispiel ein Vehikel, mit denen wir unsere Auswertungen dann den Kunden zur Verfügung stellen, wenn es sich um regelmäßige Analysen handelt. Genauso können aber auch einmalige Analysen beauftragt werden. Zu dieser Folie, die soll etwas illustrieren, warum gibt es uns als Team beim Hersteller Plasser und Teurer, warum sollte man sozusagen sich an uns wenden. Aus unserer Sicht ist es gerade bei unserem Feld der Bahnbaumaschinen einen sehr spezifischen Anwendungsfall mit geringen Stückzahlen und hohen Unterschieden auch zwischen den Maschinen, so dass es einen hohen Mehrwert durch Fachwissen und Herstellerwissen gibt, gerade in der Datenanalyse. Was wir nicht haben, was für viele generische, zum Beispiel statistische Modelle oder auch Ansätze der künstlichen Intelligenz nötig ist, sind große Mengen an Daten, auch Trainingsdaten, die haben wir in der Regel nicht. Das heißt, wir müssen sozusagen diese Lücke, wenn man so will, mit Fachwissen füllen, mit Wissen über die physikalischen Hintergründe und über das Maschinendesign. Diese Folie ist dazu natürlich, ich will sagen, etwas unfair, aber sie soll überspitzt halt zeigen, was schiefgehen kann, wenn man irgendwelche generellen Datenanalysemethoden blind auf Betriebsdaten unserer Maschinen anwendet. Also links sehen Sie ein Foto einer unserer Maschinen und rechts, wie sich ChatGPT, wenn man es auffordert, ein Bild einer Plasser und Teurer Stopfmaschine zu generieren, wie sich die das vorstellt. Also wer sie in echt kennt, glaube ich, werden ihm ein paar Probleme auffallen. Gut, nun etwas konkreter. Was können wir aus den Daten über die Punkte, die mein Kollege schon direkt auf der Plattform gezeigt hat, noch herausfinden und welchen Mehrwert generieren? Wenn ich mir da mal eine einzelne Schicht einer Maschine, in diesem Fall ein Plasser Multicraft, also eine vom Aufbau her sehr simple Maschine, die einen Kran als, sag ich mal, Hauptaggregat verbaut hat, ansehe, dann fällt mir gleich auf, also unten habe ich für eine Schicht dargestellt, im oberen Plot die Motordrehzahl, im unteren die Fahrgeschwindigkeit und farblich dazu einzelne Betriebszustände. Also blau wäre zum Beispiel Überstellen, grün ist Kranbetrieb und orange ist Arbeitsfahrt, grau Stillstand. Dann sehe ich sehr schnell, dass eine Motorbetriebsstunde zum Beispiel nicht gleich eine Motorbetriebsstunde ist. Wenn ich jetzt an Wartungsintervalle oder das unter Anführungszeichen tatsächliche Alter einer Komponente denke, wird es wahrscheinlich zur Charakterisierung nicht ausreichen, nur die Motorbetriebsstunden zu betrachten. Denn ein Motor, der einen Großteil seiner Arbeitszeit in Leerlauf verbracht hat, wird einen anderen Zustand haben als jemand, als einer, der mit gleicher Betriebszeit fast immer an seinem Maximum betrieben wurde. So kann ich einen besseren Einblick darin erhalten, wie meine Maschinen eingesetzt werden und auch wo vielleicht Optimierungspotenzial ist, wo es sehr lange Wartezeiten gibt und betriebliche Abläufe dadurch optimieren, aber genauso mein Wartungsprogramm anpassen. Das wäre so ein Beispiel, was man standardmäßig in einen Report, der auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist, einbinden könnte. Es können auch diese Betriebszustände
sehr individuell definiert werden. Hier sind es sehr einfache, aber man kann da auch sehr weit runtergehen. Zum Beispiel, das wäre jetzt aus der Luft gegriffen, aber ich möchte genau wissen, wenn Komponente A, B und C eingeschaltet waren und Komponente D nicht zum Beispiel. Also je nach Anwendungsfall kann das hier sehr spezifisch sein. Was ist noch möglich, wenn ich jetzt sozusagen etwas rauszoome von einer sehr detaillierten Sicht auf eine einzelne Schicht zu einem etwas oder deutlich gröberen Analyse? Also hier haben wir Betriebsdaten einer ganzen Flotte von Maschinen dargestellt. In dem Fall sind das wieder die Maschinen von vorhin. Das sind in dem Fall baugleiche Maschinen, könnte man aber analog genauso für zum Beispiel verschiedene Stopfmaschinen machen. Dann bekomme ich hier, das ist jetzt ein Monat am Betrieb, eine sehr gute Übersicht, wie die Maschinen eingesetzt wurden. Also links, im linken Plot sehen wir die zurückgelegten Distanzen. Einerseits in blau die Überstellfahrt, in orange die Arbeitsfahrt. Wenn man auch die X-Achse betrachtet, wird man sehen, dass die Skalen sehr unterschiedlich sind, da halt in Arbeitsfahrt natürlich deutlich weniger Kilometer zurückgelegt werden. So kann ich schon mal sehen, setze ich meine Maschinen gleich ein oder verwende ich sie sehr unterschiedlich. Auf Stopfmaschinen übertragen könnte man hier auch sich ansehen, wie oft ist man im Einfachstopfbetrieb im Vergleich zum Mehrfachstopfbetrieb und so weiter. Auf der rechten Seite sehen wir demgegenüber die Betriebsstunden, also konkret Motorbetriebsstunden, in verschiedenen Zuständen. Hier wird vermutlich auffallen, dass die Stillstandszeiten sehr hoch sind. Das ist allerdings für diesen Maschinentypus also nicht unüblich, da die sehr oft verwendet werden, um auch zu einer Baustelle zu gelangen, wo dann Tätigkeiten durchgeführt werden, abseits der Maschine zum Beispiel. Deshalb entstehen hier sehr hohe Stillstandszeiten. Umgekehrt kann ich, wenn ich mein Betriebsprofil kenne, auch überlegen, wenn ich an eine Erneuerung zum Beispiel des Maschinenparks denke und mir ist bewusst, dass ich sehr hohe Stillstandszeiten habe, wo ein großer Dieselmotor vielleicht nur läuft, um Beleuchtung und Klimaanlage zu versorgen, ob eben eine E3-Maschine nicht nützlich wäre. Also hier diese Analyse erlaubt auch entsprechende Szenarien betriebswirtschaftlich durchzurechnen. Nun zu konkreten Services, also das ist jetzt ein Beispiel, was man machen kann. Bei Interesse kann sich jeder gerne bei uns melden und wir können uns etwas in der Tiefe unterhalten. Das wäre so ein Fall, wo man rein aus den Rohdaten noch keinen Mehrwert generieren kann. Also hier sehen Sie den Hydraulikfüllstand einer Maschine über die Betriebsstunden aufgetragen und blau ist der Rohwert, also wie die Daten aufgezeichnet wurden. Hier wird Ihnen auffallen, dass es eine sehr hohe Streuung dieser Werte gibt. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits kann die Maschine immer verschieden am Gleis stehen, also bergauf, bergab, in der Schräge. Es kommt auch durch einfach Maschinenbewegung und auch verschiedene Betriebszustände des Systems, also welche Positionen haben Zylinder und so weiter, zu erheblichen Schwankungen, die jetzt nicht auf Leckage zum Beispiel zurückzuführen sind. Wenn man allerdings sich wieder erinnert an die Betriebszustandserkennung und diese Rohwerte einschränkt, also das ist jetzt keine reine Glättung, sondern hier wurde eingeschränkt auf gewisse Betriebszustände, also es sind keine Verbraucher aktiv, die Öltemperatur hat einen gewissen Wert und er ist stabil und so weiter, dann endet man schlussendlich bei diesem orangen Verlauf, wo man sehen kann, dass sich über die Zeit eine sehr leichte Leckage einstellt, also man startet bei ca. 95% und kommt dann runter auf so 92, also das ist kann man, wenn man den, hier ist es in Prozent angegeben, wenn man den Füllstand oder das Fassungsvermögen des Tanks kennt, zurückrechnen auf Liter und man sieht ja eine sehr leichte Leckage, die einfach bei Baumaschinen in realen Arbeitsbedingungen durchaus üblich ist. Was man hier erkennen könnte, ist, wenn diese Kurve allerdings plötzlich nach unten wegbricht sozusagen und sich größere Leckagen ankündigen. Es erlaubt mir, wenn ich das konstant überwache, einzugreifen, bevor diese Leckage vielleicht kritisch wird oder eine Dichtung völlig versagt im Feld, entsprechend teuer dann zu einem Schichtausfall führt und Reparaturen nach sich zieht. Also es erlaubt mir proaktives Handeln. Vielleicht wird Ihnen auch der Sprung aufgefallen sein bei etwas mehr als 600 Betriebsstunden. Hier kam es offensichtlich zum Nachfüllen des Systems. Konkret bei der Maschine hätten wir unten statt den Betriebsstunden das Datum aufgetragen, würde man sehen, das war im Winter, also im Rahmen der Winterrevision wurde hier das Hydrauliksystem gewartet. Genau. Eine weitere Auswertung, die dies ermöglicht, die jetzt weniger mit der Zustandsüberwachung zu tun hat,
wäre solch eine Gegenüberstellung, die, sage ich mal, statistisch ist, von dem Verbrauch pro Schwellen. Also auf der Y-Achse links haben wir hier den Verbrauch in Liter pro 1000 Schwellen dargestellt oder auf der rechten Seite in Liter pro Kilometer. Und auf der X-Achse die Arbeitsgeschwindigkeit. Die verschiedenen Linien sind unterschiedlichen Maschinen zugeordnet, wobei die ersten sechs, wie Sie in der Legende sehen, also konventionelle dieselhydraulisch betriebene Maschinen sind. Und was man da ganz klar sieht, ist, dass der Verbrauch pro Schwelle oder pro Kilometer bei diesen Maschinen bei höherer Arbeitsgeschwindigkeit deutlich abnimmt, also wenn man sie in dem Bereich betreibt, für den sie gedacht sind. Die rote, also es sind alles vergleichbare Maschinen in diesem Fall. Die rote Maschine ist eine E3-Maschine, die also dieselelektrisch fährt. Hier sieht man die Effizienzvorteile, die dadurch erzielt werden können. Sie ist im gesamten Bereich hier unterhalb der anderen Maschinen. Was das zeigt, ist, wenn ich einerseits eine Maschine habe, kann ich mal schauen, wo befinde ich mich hier meistens. Wenn ich mit einer, sage ich mal, High-Performance-Maschine wie einer 093X mich immer im Bereich von 700, 800 Metern pro Stunde bewege, betreibe ich diese Maschine sicher nicht optimal. Es kann betriebliche Gründe haben oder auch, dass die Baustellen vielleicht nicht ideal dafür geeignet sind, aber es erlaubt mir, mich hier zu orientieren und sowohl bei den bestehenden Maschinen Betriebsoptimierung vorzunehmen, als auch, wenn ich jetzt perspektivisch wieder an Anschaffung weiterer Maschinen denke, zu überlegen, welche Maschine macht für meinen Anwendungsfall Sinn. Dann kommen wir zu einem weiteren Beispiel, was uns diese Daten erlauben, woran wir auch aktuell sehr viel arbeiten. Es ist hier überschrieben mit Klassifizierung und intelligente Zähler. Also wir haben es schon bei den Betriebsstunden vorhin bei den Motoren angesprochen. Betriebsstunde ist nicht gleich Betriebsstunde. Das trifft auf Motoren zu, das trifft aber auch auf sehr viele weitere Komponenten und Aggregate der Maschinen zu. Exemplarisch ist hier das Stopfaggregat herausgegriffen. Das ist natürlich ein sehr zentrales Element unserer Maschinen, das auch mit Blick auf die Wartung natürlich sehr prominent ist, sage ich mal. Und wenn wir uns hier den Stopfvorgang ansehen, also der ist in diesem Kreis dargestellt, Maschine positioniert sich über der Schwelle, also bleibt stehen, dann kommt es zum Heben und Richten, also das Gleis wird gehoben und in die richtige Position gebracht und dann kommt der eigentliche Stopfvorgang, der beginnt mit dem Eintauchen in den Schotter. Und dieses Eintauchen führt natürlich jedes Mal zu einem Schlag auf das Stopfaggregat und den gesamten Lagerungen, was entsprechend zu einem unvermeidlichen Verschleiß auch führt. Und wie man auch im Cockpit gesehen hat, gibt es ja einen Stopfzähler, also man weiß, wie viele Stopfungen ein Aggregat durchgeführt hat. Aber wenn man sich die Daten genauer ansieht, also das sind jetzt Daten mit spezieller Sensorik aufgezeichnet, sieht man, dass Stopfung eben nicht gleich Stopfung ist. Also auf der rechten Seite in diesem Graph sind Stopfungen an der gleichen Stelle. Also rot ist die erste Stopfung bei der gleichen Schwelle und dann die zweite und dritte dargestellt. Und auf der Y-Achse ist es eine Häufigkeit und auf der X-Achse sehen wir, wie viel Energie, also mechanische Energie oder mechanische Arbeit für das Eindringen gebraucht wurde. Das ist ein gewisses Maß für Verschleiß auch. Man sieht, dass eben diese ersten Stopfungen, so würde man sich das auch erwarten, zum Beispiel schädigender sind oder schlimmer sind für das Aggregat. So kann ich dann einen intelligenten Zähler ableiten, der mir jetzt nicht nur sagt, dieses Aggregat hat 500.000 oder 1 Million Stopfungen absolviert, sondern ich kann es besser kategorisieren. Es waren zum Beispiel 300.000 unter schwereren Bedingungen, 200.000 mittel und 100.000 leicht. Und basierend darauf habe ich einerseits einen besseren Blick darauf, welchen Zustand hat mein Aggregat gerade jetzt und ich kann auch Wartungsintervalle besser gestalten. Vielleicht setze ich meine Maschine hauptsächlich in der Neulage ein. Das ist natürlich ein anderes Einsatzszenario, als wenn ich Bestandsstopfungen mache, vielleicht mit bereits sehr verschmutztem Gleisbett, mit vielleicht geringer Hebung, was auch immer. Und so lässt sich das besser kategorisieren. Und genauso kann ich das auch für andere Komponenten durchführen. Wichtig ist das, oder was ich mit dieser Folie auch zeigen wollte, die Vorverarbeitung zum Beispiel durch Filterung von Betriebszuständen, wie jetzt hier das Eintauchen, ermöglicht es dann, komplexere Auswertungen zu machen. Also das ist die Grundlage oder die Voraussetzung, um dann Methoden auch der künstlichen Intelligenz zum Beispiel anzuwenden, die in aller Munde sind. Aber wichtig ist zu verstehen, eben das hat auch die erste Folie von mir gezeigt, wenn man solche
Modelle mit schlechten Input füttert, wird auch der Output nicht den Erwartungen entsprechen. Also es braucht eine gewisse Vorverarbeitung mit Fachkenntnis. Genau, mit dieser Folie übergebe ich dann wieder meinen Kollegen und freue mich, wenn Fragen bestehen. Herzlichen Dank, Lukas, für deine Erklärung zum Thema Datenanalyse. Zusammengefasst, Daten sind wichtig. Es ist wichtig, diese Daten auch rechtzeitig aufzuzeichnen, weil jetzt gleich die Auswertung zu machen, ist deutlich schlechter in der Aussagekraft, als wenn ich einen historischen Bestand an Daten habe, wo ich die Sachen dann auch vergleichen kann. Wir sind vielleicht durch einige Themen recht flott heute durchgegangen. Es ist auch ein Thema der Zeit. Wenn es Fragen gibt, freue ich mich über diese. Bitte in die Chat-Funktion schreiben. Das wäre sehr nützlich. Hier auf der Folie sehen Sie einige Kontakt-E-Mail-Adressen für die Ansprechpartner der einzelnen Firmen. Also von Plasser und Theurer bitte an digital.services@plasserundteurer.com, wenn es Fragen, Anliegen für Angebote gibt. Genauso wie sales@prservices.com oder für Fragen zu Robel an den Herrn Oleg Fischer bitte. Es sei dazu gesagt, das System Ronected, Plasser Datamatik, also eine übergreifende Plattform, die kann ich auf verschiedenen Maschinen aufbauen. Ich bin dann nicht an Neumaschinen gebunden, ich bin nicht an die topmodernen E3-Maschinen gebunden. Ich kann das auch nachrüsten auf einer Bestandsflotte und habe dann sozusagen all meine Maschinen integriert, teilweise mit unterschiedlichen Daten, die natürlich dann ankommen. Aber das ist eine Lösung, die einfach sehr praktikabel ist und flottenübergreifend nachgerüstet werden kann. Ich glaube, die erste Frage mit, kann das System auf älteren Maschinen nachgerüstet werden? Ich glaube, das habe ich da sehr gut schon beantwortet. Es ist so, also alte Maschinen können nachgerüstet werden. Abhängig von der Maschinensteuerung natürlich ergeben sich gewisse Einschränkungen oder Vorteile für neuere Steuerungen. So ist es so, dass bei Plasma-Maschinen beispielsweise eine Maschine mit einer digitalen PIC-Steuerung natürlich mehr Potenzial bietet als eine Maschine mit einer P600-Steuerung. Aber das System ist auf allen Maschinen aufbaubar und anwendbar. Und ein Fehler in der E-Mail-Adresse ist mir unterlaufen. Der Herr Oleg Fischer hat auch eine PR-Services-Adresse, das werde ich natürlich korrigieren. Und Sie bekommen von uns nachher sowieso eine E-Mail mit allen Kontaktdaten. Da werde ich das dann richtig ausführen und richtig verschicken. Ab welchem Jahrgang können aktuell Maschinen nachgerüstet werden? Also es ist so, ich kann das jetzt nur seitens Plasser und Theurer beantworten. Wir haben ungefähr, also bei Stopfmaschinen ist es üblich, dass ab Baujahr 2010 PIC-Steuerungen verbaut werden. Und diese PIC-Steuerungen sind in der Nachrüstbarkeit einfacher, weil sie eine digitale Schnittstelle bieten. Das heißt, ich kann dann über Programmbausteine, Programmierung sehr viel mehr Daten ausleiten. Also für Stopfmaschinen, für Maschinen mit digitaler PIC-Steuerung ab Baujahr 2010. Wir haben aber Maschinen mit anderen Steuerungen, beispielsweise einer P600 älteren Baujahrs, auch schon nachgerüstet. Das funktioniert auch. Gibt eine gewisse Einschränkung in den Daten natürlich, weil ich auf der Maschinensteuerung nicht Sachen vorberechnen kann. Das heißt, ich bekomme da eine gewisse etwas weniger Informationen, aber das kann man für den gewissen Fall dann und wenn die Maschinen konkret sind, eruieren und natürlich besprechen, was dann für Daten ankommen. Dazu würde ich bitten, einfach eine E-Mail zu schreiben an die jeweilige Kontaktperson und dann kann man diese Frage gerne genauer beantworten. Ja, man kann vielleicht noch ergänzen zu den älteren Maschinen mit geringerem Signalumfang, dass man eben auch mit einem geringeren Datensatz, wenn man jetzt mehr die Informationen und nicht die Anzahl der Signale im Kopf hat, durchaus weit kommt. Also zurückgelegte Strecken, Verbräuche, Betriebsstunden pro Betriebszustände, vielleicht eher einfachere Betriebszustände, lassen sich durchaus auch mit 10 Signalen ableiten. Genau. Ja. Natürlich die komplexeren Auswertungen sind dann nicht möglich. Gibt es Erfahrungen, wie lange die Installation eines Bestandsfahrzeugs dauert? Das variiert sehr, wieder seitens Plasser und Theurer beantwortet. Ist es so, dass wir natürlich Spezialmaschinen bauen, große Maschinen, kleinere Maschinen. Das heißt, eine pauschale Antwort ist sehr schwer zu sagen. Allgemein ist es so, dass auf älteren Maschinen müssen sehr viel mehr Kabel gezogen werden. Das heißt, der Installationsaufwand ist höher. Bei modernen Maschinen mit PIC-Steuerung reden wir bei einem Aufwand von in etwa 40 Stunden. Das ist bei zwei Personen
sind das 3 Tage, also zwischen 3 Tagen und sagen wir einer Woche. Und bei Maschinen mit älteren Steuerungen eher die doppelte Zeit. Ist so die grobe Überschlagsrechnung, würde ich sagen. Wie sieht es hier mit DB-Zulassung aus? Konkret ist die Frage klar zu beantworten, eigentlich weil ein Digitalisierungssystem nicht in die bestehende Zulassung der Maschine eingreift. Wir greifen nicht auf das Arbeitssystem der Maschine zu. Und also zulassungstechnisch gibt es hier keine Bedenken, wenn das Wir haben nachgerüstet auch, wird. kann man vielleicht ergänzen noch, bei einigen Fahrzeugen der DB Infra zum Beispiel auch Nachrüstungen durchgeführt von diesem Datamatik-System, wo wir dann entsprechend das auch, ja, die EMV und so weiter, das alles durchgeführt haben, was an Brandschutz und an Nachweisführung zu erbringen ist. Der MDC ist auch generell bahnzertifiziert. Ich habe jetzt im Moment die entsprechende Normnummer nicht im Kopf, aber ist der technischen Beschreibung, die wir gerne auch ausschicken können, zu entnehmen. Ja, also wenn es bezüglich Zulassungs- und IT-Sicherheitsthemen Bedenken gibt, bitte eine kurze E-Mail schreiben, dann senden wir gern die entsprechenden Unterlagen zu, also sowohl die gesamten IT-technischen Überlegungen für die Sicherheit an den Daten, als auch hardware-seitige Überprüfungen an dem MDC, also beispielsweise die Bahnzertifizierung. Wie hoch sind die Kosten von solchen Systemen? Pauschal monatlich. Pauschal kann ich keine Antwort geben, weil wir wieder natürlich hier verschiedene Hersteller betreuen mit verschiedenen Maschinen, Maschinengrößen. Im Allgemeinen ist es übergreifend aber so aufgebaut, dass man auf Bestandsmaschinen das System nachrüsten muss. Das heißt, es gibt einen gewissen Initialaufwand an Kosten, um das System aufzubauen. Und dann sind die Systeme über wiederkehrende Kosten gedeckt. Also es gibt dann mehr oder weniger einen Lizenzkosten, die je nach Abrechnung jährlich stattfinden und die Funktionen abdecken. Es hat auch den Hintergrund, dass das System Datamatik Ronected, dass wir sehr viel und sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten und auf das Feedback angewiesen sind. Sprich, wenn es vom Markt die Resonanz kommt, als wäre eine gewisse Funktion hilfreich und nützlich, dann ist der Prozess so, dass wir das aufnehmen und diese Anforderungen konkretisieren und bündeln, wenn die von vielen Seiten kommen, und dann gemeinsam mit den Kollegen von TeamC besprechen und einspeisen. Sprich, das System Ronected Datamatik erhält laufend neue Funktionen und wird im Funktionenumfang einfach größer und wächst. Nur als Beispiel die Funktion Geofencing, die wir haben, die ist sehr neu. Die haben wir basierend auf Kundenanforderungen gebracht, die wir weiterentwickelt. Und das ist auch ein Grund, wieso das System natürlich laufende Kosten hat, um es zu betreiben. Also diese Weiterentwicklungen, die laufenden, wir sind da dahinter, haben ein sehr starkes Team, sowohl von Analyseseite als auch auf der Entwicklungsseite. Die Ja, vielleicht noch Präsentation. als Ergänzung, Ja, Entschuldigung, weil du bitte. Jetzt nur die Nachrüstmaschinen, glaube ich, angesprochen hast. Also bei neuen Maschinen ist die Datamatik eigentlich Standard mit einer gewissen Startphase, wo sie auch free of charge bezogen werden kann. Also kannst du gerne ergänzen. Ja, ich kann das gerne. Also wieder eine Antwort von seitens Blass und Teurer. Auf unseren Maschinen, Blass und Teurer Maschinen, werden bei neuen Maschinen ist Digitalisierung Standard. Wir haben das Produkt bei jeder Maschine drauf und im Gewährleistungszeitraum ist das System dann kostenfrei natürlich zu verwenden und damit einfach zu wachsen, das System auch kennenzulernen. Schicken wir die Präsentationen an die Teilnehmer aus. Selbstverständlich, wir werden im Nachgang an die Veranstaltung eine E-Mail ausschicken mit den Folien, die ich gerade gezeigt habe. Und das bekommen Sie auch die Info über die Kontaktpersonen, die werde ich dort nochmal anführen. Genauso wie Sie bekommen einen Link zur Aufzeichnung dieses Webinars, sodass es dann gegebenenfalls an Kollegen weitergegeben werden kann, die nicht dabei sein konnten. Und sollten Sie noch Informationen weitere brauchen, also sei es technische Dokumentationen oder es ergeben sich Fragen anschließend an das Formular, an das Webinar, dann bitte einfach die per E-Mail schicken und wir beantworten die sehr gerne. Wir haben technische Beschreibungen für die Produkte, wir haben, wie schon erwähnt, IT-technische Dokumente, wo das Ganze auch erklärt wird und die Sicherheitsrichtlinien erläutert werden.
Generell kann man vielleicht auch darauf verweisen, dass jetzt wieder für Blass und Teure gesprochen, aber auf unserer Website gibt es auch den Abschnitt, ich glaube, Fachartikel oder Fachpresse, wo sich auch einige Publikationen aus unserer Abteilung befinden, die vorher erschienen sind, die sich eben mit den Möglichkeiten der Datamatik oder der Digitalisierung allgemein beschäftigen. Manches davon haben wir auch heute thematisiert. Den Link können wir auch gerne mitschicken bei der E-Mail. Sehr gerne. Und als Ankündigung, es wird eben Eisenbahningenieur in der Juli-Ausgabe wird ein Fachartikel von uns weiterkommen. Gerade zum Thema Wartung, das haben wir heute schon erwähnt. Das Thema Wartung ist sicher in der Zukunft sehr groß, gerade im europäischen Raum, wo es um ECMs geht, also Entities in Charge of Maintenance, Wartungsverantwortung, auch die Verantwortung, Wartungsprogramme weiterzuentwickeln. Wie entwickle ich ein Wartungsprogramm weiter? Ich brauche Informationen und ich muss Entscheidungen basierend auf Informationen treffen. Und desto detaillierter und feingranularer ich diese Informationen zur Verfügung habe, umso leichter und nachhaltiger kann ich diese Adaptierungen machen. Und auf dieses Thema gehen wir speziell in dem Artikel ein. Wie kann ich Wartungen vorhersagen? Auf Basis welcher Grundlage? Welche Probleme könnten sich daraus ergeben? Also das Thema Überservicierung, wir haben angesprochen, was ist, wenn ich eine Wartung monatlich mache? Kann ich pauschalisieren, wie viel Einsatz die Maschine in einem Monat hat? Das ist genau ein Verantwortungsthema im ECM2 in der Anpassung und da ist das Thema digitale Daten sicher zukünftig ein richtungsweisender Weg und essentiell. Wem gehören die Daten? Die Daten gehören selbstverständlich dem Eigentümer der Maschine. Also das Thema Datenhoheit, ist beim Eigentümer. Es gibt, ich sei, erwähne das jetzt gleich noch im Thema Daten. Die Daten können ja über den MCO jetzt von jeder Zeit von überall abgegriffen werden. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten natürlich auch, wie ich mit den Daten weiterarbeiten kann. Also wir haben jetzt gesprochen von, ich kann die Plattform, den MCO dafür verwenden und kann meine Daten dort visualisieren und mit den Daten arbeiten. Ich kann sie dort als CSV-Datei herunterladen. Ich kann natürlich aber auch sagen, ich habe ein übergeordnetes System in meiner Firma, das ich gerne mit Daten speisen möchte, dann gibt es auch Möglichkeiten, diese Daten automatisiert an Subsysteme auszuleiten und die dann das weiterverwenden können. Können auch Maschinen anderer Hersteller bestückt werden? Der richtige Ansprechpartner hierfür ist die TMC. Ich werde in der E-Mail dann auch dort einen Kontakt gerne weitergeben. Grundsätzlich ist es so, ja. Es können auch andere Hersteller eingebunden werden. Das ist ein großer Vorteil, wieso wir diese Lösung fahren und mit TMC zusammenarbeiten. Wir können hier in der Theorie jeden beliebigen Hersteller abbilden und hat dann in einem System die gesamte Flotte unabhängig vom Hersteller dort zugänglich. Gut, wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Ansonsten werde ich das Seminar gleich schließen. Gut. Time is up. Es ist 15 Uhr. Vielen herzlichen Dank für die Anwesenheit und für das Teilnehmen heute im Seminar. Ich bedanke mich auch bei all unseren Partnern, bei TMC, bei Plaza Robel Services, bei Robel und natürlich bei den Kollegen direkt bei Plaß und Teurer für das Webinar. Ich hoffe, es war informativ, es war hilfreich und wie schon erwähnt, wir schicken natürlich alle Informationen aus, alle Kontaktdaten und sollte es Fragen geben, bitte einfach direkt kontaktieren den jeweiligen Ansprechpartner und dann können wir alle Informationen bereitstellen.